Hä? Ach so, Alt-Taste. Jetzt kann ich nicht fliegen, ne? Alter. Ist nicht euer Ernst, oder? Ach so, das ist so ein kleines Drecksviech. Ja klar. Hä, wo muss ich denn jetzt hin? Boah, das ist voll verwirrend. Oh, leck mich. Dann scheiße ich auf die Platine. Wo bist denn jetzt? Hier, komm. Komm her, du Drecksvieh. Alter, dann komme ich halt zu dir, wenn du nicht zu mir kommst. Alter. Ach, hier ist noch eine Zwischenstation. Alter Vater. So. Und jetzt geht's wieder ab. Wo müssen wir jetzt hin? Ach, dahinter. Ja klar, noch enger geht's hier nicht, oder wie? Kriegt man ja hier Klaustrophobie. Das ist so, Platzangst heißt das ja. Das ist voll verwirrend. Jetzt mal ohne Scheiß. Alter. Ist nicht euer Ernst. Ach, da ist das Drecksvieh. Komm her, du Schwein. Und weg. Ach nee, was? Immer noch nicht? So. Es ist schon tot. Hier herrscht einfach... Ah, okay. Lol, wie es einfach nur rumschwebt, das Teil. Krass. Wir müssen noch mal hören. Nochmal, ich höre nochmal. Okay, das müsste so passen. Tür ist offen. Gut gemacht. Jetzt öffnen wir die nächste Tür. Die sieht einfach so geil aus, die Tür, die sich immer öffnet. Oh oh. Speichern. 28 Minuten habe ich aufgenommen. Ah, und das müsste der Aufzug sein oder so ähnlich. Ach, jetzt sind wir hier außerhalb von der Alien-Gedöns-Dingens. Ah, da oben ist doch das Teil, ne? Wo müssen wir hin? Davor, aber ich würde erstmal... Alter, was ist das für ein Riesenfuß? Ach, das ist eine Hand, oder? Alter. Was für ein Riesenfuß? Stell mal vor, wir müssen gegen sowas kämpfen. Die scheibenförmigen Bereiche auf dem Boden laden unsere TK-Kapazität zwar enorm auf, tun aber auch höllisch weh. Was ist mit Stase? Was soll damit sein? Glauben Sie, sie ist auch verbessert? Probieren Sie es aus und geben Sie mir Bescheid. Hä? Was muss ich jetzt mit den Teilen machen? Lol, jetzt habe ich sie kaputt gemacht. Achso, vielleicht musste ich die ja kaputt... Ah ja, die waren mir im Weg gestanden. Also oben war doch noch was. Ach scheiße, warum kann ich das nicht aufnehmen? Alter, wir brauchen den ganzen Scheiß hier. Echt mal. Kann man wegmachen hier.
Nehme ich lieber so eine schöne Platine mit, die mir eh nichts mehr bringt später. Ich habe gerade ein bisschen Schluck auf. Aber es sollte keinen stören. Ach, da ist eine Anzugstation hier, die ich knapp übersehen. Alter, ist nicht euer Ernst. Nein, nein, nein. Alter, hau mal ab hier. Ach, die... Ist da hinten so eine Dings? Ach, da ist eine Werkbank. Ist ja geil. Ah. Wie habe ich eine neue optionale Mission gefunden? Ach, ich muss da hoch. Ach, leck mich doch. Okay, dann gehe ich jetzt zum ersten Mal hin. Und liefere einmal die Sachen ab. Und nimm die Bots wieder mit. Ich hoffe, die haben so viel gebracht, damit wir jetzt endlich mal unseren Rig upgraden können. Upgraden. So, Waffen-Upgrades. Brauchen wir nicht. Nehmen den kompakten Standardrahmen, gehen nochmal hier zurück. Und hauen den hier nochmal hin, weil... Ganz ehrlich, ich brauche den ja nicht unbedingt. So, den habe ich noch abgeliefert, damit wir den Platz frei haben, weil ich brauche den. So, und was war hier mit der Anzugstation? Genau, da können wir ja den Rig upgraden. So, jetzt schauen wir mal, was können wir hier machen? Die Trefferpunkte. Okay, dann machen wir auf jeden Fall die Trefferpunkte. Auf jeden. Rüstung können wir auch nicht machen. Was können wir überhaupt machen? Hier die Chinese. Ein Chinesisch-Schaden. Der ist so nutzlos, den brauchen wir einfach überhaupt gar nicht. Anzug wechseln. Brauchen wir auch nicht. So, Anzug geupgradet. Nachladen. Für beide Waffen. Ja, und die Bots, die lassen wir dann wieder los. Die sammeln für uns fleißig die Sachen auf. Auch wenn es schon langsam den Ende zugeht, also zu Neige geht, denke ich mal. Also wenn wir nach oben müssen, wohin führt uns dann der Weg dahinter? Also da hoch. Das würde ich gerne mal wissen. Aha. Alter, das sieht so episch aus einfach. Achso, die bringen nichts, die Platten oder was? Achso. Den Codex haben wir also jetzt schon. Ach, den haben wir ja schon geholt, den Codex. Ich bin gerade voll am Einpennen hier. Komm hier. Hä? Achso, der kommt schon. Ich dachte, ich hätte nicht aktiviert. Drück und drück und drück und drück und da kommt einfach nichts. Hätten sie ruhig anzeigen können, dass der unterwegs ist, aber der Helm sieht geil aus. In drei. Der macht mir ein bisschen Angst, dieser Alien. Und der vor mir erst recht. Alter, ist der nah. Ach du Scheiße. Alter, wie viel stehen denn da? Alter, es macht mir übelst Angst. Da stehen so viele rum. Boah, das ist... Boah, scheiße. Das ist absolut Gänsehaut. Krass. Was bringt das jetzt? Unglaublich, oder? Ich nenne das Promenade. Eine der vielen Verbindungen direkt zum Herzen der Maschine. Ohne den Codex kann ich nur spekulieren, aber ich vermute, die Maschine muss gebraucht werden. Ich glaube, die Monolithen auf diesem Plateau betrachtet. Als ich auf dem schwarzen Bereich des Planeten stand, erkannte ich, dass ich sie mit dem Planeten mitnehmen kann. Ich bleibe so an der Wand hinter mir, dass sie darauf schließen, dass eine Transformation zu
LOL. Ach so. Ach, wir müssen da eine Reihenfolge finden, oder was? Ach, das ist der Zusammenbau. Aber was ist da richtig? Das sind ja vier Stück, ne? Eins, zwei, drei. So, dann ist der so. Dann muss dann hier hin. Und der andere müsste dann auf die andere Seite. Dann hätten wir das eine Tor schon mal aufgemacht. Und jetzt? Hä, was bringt denn das jetzt? Was ist das? Ach, da muss man Codex einsetzen. Ah, so geht das. Gott, das ist keine Stadt. Carver, das alles hier ist die Maschine. Heilige Scheiße. Sie sind der Schrauber. Wie kriegen wir das hin? Wir halten uns an Serranos Hinweise und rekonfigurieren die Maschine. Ich habe gerade eine Verbindung zum Herzen der Stadt geöffnet. Wenn es ein Kontrollzentrum für den Codex gibt, dann da. Wir treffen uns dort. Also habe ich doch alles richtig gemacht. Und muss dann nicht das hier nachbauen? Achso, aber wir haben... Warte mal. Achso, somit haben wir es geöffnet und so hätten wir geschlossen. Okay. Achso, so geht das also, verstehe. Man muss ja erstmal drauf kommen, dass das dann so geht, weißt du? Ich hätte jetzt auch das andere machen können, aber es hätte ja nichts gebracht. Den Codex haben wir da reingelegt. Ich hoffe, Danik holt den Codex nicht. Also klaut den. Alter, nee! Ich habe jetzt da keinen Bock drauf. Alter! Kann man da nicht einfach losfliegen? Ach so! Die muss ich... Ach so, muss ich nicht. Alter, krass. Da kann man direkt hinfliegen. Das ist ja geil gemacht. Alter, ist das geil. Das ist so eine Art Portal. Also so ein Portal. Ach, und da steht der Code. Okay, ja, ja, ja. Ich habe schon 10. So, da muss noch ein Ding nach unten und... Okay, dann müsste es so passen. Und ja, wir haben es richtig. Ah, wir haben noch einen Bot. Aber die Türen, die sind echt innovativ und geil gemacht. Oh, oh. Irgendwas krabbelt hier, ich höre das schon. Ich weiß auch... Ach, das krabbelt hier nichts. Ein Abgas oder sowas in der Art. Alter.
Alter, nimm's doch auf jetzt. Ist ja voll easy hier. Kommt jetzt her, wieder von da hinten. Einfach immer Headshot geben. Sammelt er das? Achso, er sammelt das schon auf. Noch nicht so, wie ich das will. Lol, da schlittert noch so ein Ding umher. Alter, was hier alles aufblinkt, das ist Wahnsinn. Wir könnten mal unsere Stars auffüllen. Genau. Ach so, warum mache ich hier immer Dings? Alter, ich will... Ach so, F hier, so. Ich bin das schon gewöhnt hier. So, wo geht's lang? Nach hier. Gut, dann gehen wir mal da lang. Ach, da ist schon das nächste. Hey Carver, ich wette, mit diesem super aufgeladenen Effekt können wir die Necromorphs-Gliedmaßen per TK abhacken, während sie sich noch bewegen. Perfekt, danke für den Tipp. Alter, Alter! Alter, wie... Alles in Zeitlupe ist hier. Super Chinesefeld. Ach, wir müssen auch sogar da lang. Können wir direkt mal die ganzen Sachen hier aufsammeln. Und wieder so ein Code. Ach, da steht immer über der Tür. Kann man so schlecht entziffern, was das heißt. Okay. Eins nach oben, eins nach unten. Und wieder richtig, den Code. So, wir lassen den Bot mal los. Dann hätten wir alle Bots weg. So, wir haben nicht mehr viel Munition. Und weiter geht's. Ich hab grad... Kapitel 18. Töten oder getötet werden. Die Alien-Maschine. Wir sind jetzt in der Alien-Maschine. Gott sei Dank sind das nur Skelette und die können nicht aufstehen. Ein Wunder. Das sind noch ganz viele Sachen. Säurebad. Elektroschockmodul. Lol. Da legen wir direkt mal Munition ab. Hier. Genau, ablegen. Säurebad. Was ist das? Säurebad ist bestimmt auch geil. Elektroschockmodul. Das hört sich auch ziemlich geil an. Ich weiß nicht, ob es... Ob es auch gut ist? Hä? Ich muss hier hin. Aber wo muss ich denn genau hin? Kann es vielleicht sein, dass ich hier hin muss? Hä, das raff ich gerade nicht. Oder muss ich hier was Bestimmtes erledigen? Um hier weiterzukommen. Ach, wahrscheinlich muss ich die ganzen Dinge aktivieren, kann das vielleicht sein. Bringt mir nichts, weil ich hier nicht weiterkomme. Dann schauen wir mal auf der anderen Seite. Da ist ja gut jetzt, ich weiß den Code schon. Ob wir von hier oben aus irgendwas reißen können. Ich denke... Alter! Dem hinter uns. Alter. Dann lag der da einfach. Das habe ich jetzt nicht gesehen, weil es voll dunkel war. Auf einmal steht der da auf, ey.
so ein Schlawiner da. So ein Schlawiner da. Eine Textlog. Die lese ich auch mal vor.